So, langsam haben wir uns wieder ein bisschen abgerichtet Ich nicht. hier. Sind wieder zurück bei The Last of Us auf Ravik nicht LP. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Es geht jetzt hier weiter mit Ellie, die sichtlich angepisst ist. Zu Recht. Hatten wir im letzten Part drüber gesprochen. Nein. Das machen wir nicht. Quatsch, Blödsinn. Und Ellie ist ja. cool. Ellie ist echt cool. Ich mag die. Definitiv. So, wir gehen einfach mal weiter. Jetzt ist Tom wieder am Drücker. Finger on the trigger. So, Ellie? Ohne Mist, also ich glaube, Ellie ist mit einer der coolsten Videocharaktere, die ich irgendwie kenne. I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before, but it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now, you're going to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any BB rifle. Okay. Go and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. There you go. And as soon as you fire, you're going to want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah. I got this. All right. And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Tja, das war Joels Art, Danke zu sagen. Yeah, so I should have known better. Oh, ich hab eine Gänsehaut, Alter. Krass. Weil man weiß, man hat schon noch mitbekommen, wie schwer ihm das gefallen ist. They're all fucking dead! The hell's he yapping about? Take a breath. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guy. Some fucking tourist killed him. Kill all of them. Shit. Have you talked to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right, you heard him. Search the area. Do not let anybody through. So, ja, jetzt haben sie es langsam mitgeschnitten, dass wir so ein bisschen rumslordern. Und ja. So, wo waren wir gerade? Ach so, bei Link. Und Ellie. Ja. Dass ich Ellie halt extrem cool Kann man halt finde. nicht vergleichen, finde ich. Also. Nee, klar, vergleichen kannst du sie natürlich nicht. Also es wäre auch echt irgendwie absurd, wenn Link jetzt hier lang stolpern würde. Ja. Okay, ich So, aber glaube, jetzt heißt es wieder Concentration, weil hier sind einige Typis unterwegs. Und hier empfiehlt es sich, ja, weiß ich nicht, ob es, ja, ehrlich gesagt, musst du das jetzt selber entscheiden, ob du jetzt hier stealthy vorgehen willst oder John erstmal, Rambo-mäßig. nee, erstmal auf jeden Fall so stealthy wie möglich. Weil du hast ja hier auf jeden Fall eine große Fläche, also hier kann man ja schnell auch mal abhauen, sagen wir mal so. Kann man vielleicht irgendwie auf eine höher gelegene Position kommen? Mal schauen. Wo sind erstmal überhaupt die Gegner? Da ist einer. Den kann man, denke ich mal, so greifend erstmal ausschalten. Weil der scheint recht alleine darum zu stolpern. Ja. Bloß, was macht er? Drehst du dich um? Kommst du her? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ja, den kriegst du so. So, komm her, zack, hinter das Auto und gute Nacht. Lass es geschehen. So, da oben ist er die Treppe hochgegangen. Das heißt, da geht es auf jeden Fall auch nach oben. Allerdings würde der mich sehen, wenn ich da jetzt einfach hinspaziere.
Sieht nicht so aus, als wenn der irgendwie. Doch, er bewegt sich. Ich würde auch sagen, dass wir erstmal wieder möglichst versuchen, unentdeckt zu bleiben und so viel wie möglich so ausschalten, dass, wenn es denn eskaliert, ihm nicht mehr so viele an ihr rankommen. Oh, das wäre natürlich nice gewesen. Oh, 2. Gut, dass ich jetzt nicht einfach abgedrückt habe. Wie machen wir das? Warte mal, wie laufen die denn? Der geht runter, der geht hoch. Ja, dann kannst du den unten mit einem Bow abknallen, wenn du ihn halt triffst. Gut, der ist down. Okay. Shit. Ach, Mist, jetzt haben sie doch gut mit dir schnitten. Da oben liegt auf jeden Fall schon mal Sugar oder sowas. So, jetzt nicht von hinten. Das stimmt allerdings. Wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr? Okay, der hat einen. Also die wissen nicht, wo wir sind gerade. Jetzt schon. So, wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr? Ah! Ups! Ah, shit! Das könnte jetzt nach hinten losgehen, die ganze Geschichte. Gute Nacht. Du gehörst auch mir. Oh, sehr schön. Gut, dass die Wand da war. Komm, Ellie, schieß einfach. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh, sind das viele oder was? Da musst du jetzt knallen. Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß nicht. Gute Nacht. Von der Entfernung ist die Schrot am besten. Ja. Ah, jetzt wäre der Panzerbrecher gut, ey. Ups. Ah, shit. Ich bin schneller als du. So, Medikit ganz schnell. Ja. Kommt. Ach du Scheiße. Da hast du jetzt aber richtig Schwein gehabt, dass der dich nicht erwischt hat. Okay, in Bewegung bleiben. Whoops. Ah. So, wo sind sie? Wo jetzt sind haben wir nur noch 4 Schuss, ey. Lad schon mal nach. Mach mal. Gut. Wer macht den Fehler? Jetzt kommt einer von rechts. Pass auf. Die haben sich schon wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Was? Ja. Sehr schön. Der hat auf jeden Fall einen Molly, glaube ich, fallen lassen. Noch. Oh, wow, shit. Der erste Panzer hat. Nimm eine Knarre. Oder so. Oh, fuck. Zack. So. Pistole. Wo sind die Gegner? Da ist er. Oh, der lebt ja noch. Was? Alter! Oder ist das ein neuer? Nee, ist das nicht? Komm her. So, jetzt aber. Menschenskinder. Okay, sind aber immer noch welche am Stissel. Irgendjemand Munition für mich? Da war Aluhol auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Zeug, das nehmen wir gleich mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Das nehmen wir auch. Vielen Dank. Das nehmen wir auch. Vielen Dank für das Health-Pack. So, irgendeiner ist doch hier noch. Genau, dann machen wir das jetzt auf diesem Wege. Super, Ellie. Guck mal. Da oben. Rechts. Also rechts oben ist, glaube ich, auch noch einer auf jeden Fall. Rechts oben? Ja, da bei dem Baum. Da kam nämlich gerade ein Schuss her. Sehr schön. So, den verpasse ich jetzt einen Headshot. Ist mir. Okay, der kommt offenbar runter. Guck hoch. Jetzt. Au, das war Ellie. Super, das war Ellie. Sehr schön. So, da ist aber irgendwie jetzt von rechts noch einer lang gewolzt. Wir flankieren sie mal von der anderen Seite. Du kennst Begriffe. Halt! So viel Zeit muss sein. Ja, definitiv. So, hierin. Weiter. Deckung. Gegner's. Checken. Nischt. Weiter. Hier ist es doch schwer, die zu erlauschen, also wenn die da drüben sind, ne? Guck mal da oben. Nee, der ist tot. Nee, der ist irgendwie noch da hinten lang gelaufen. Na, ich meine, also da wurde.
Da, wo ich den erschossen habe, wo du meintest, der da beim Baum. Ja. Der ist, glaube ich, nochmal aufgestanden. Uncool. Da ist ja wichtig, dass wenn man stürzt, dass man halt auch immer wieder aufsteht. Semi-Weisheiten. So, wie ist denn jetzt gerade Stand der Dinge? Energie haben wir genug, Pistole... Da ist er, rechts. Stimmt. Stimmt. Den kannst du auf jeden Fall jetzt ganz gemütlich abknallen. Nee, den Weg nicht abknallen. Ich glaube, Ellie hat gerade gedacht, wir sind ein Gegner. Nee, ja, der hat auf den geschossen. Das dachte ich mir schon. Scheiß Ratten, ja. Da kennt sich ja Ellie anscheinend mit aus. Wo ist er? Alright, come on down. Ja, das lief ja doch noch ganz gut eigentlich, wa? Ja. Dafür, dass es eigentlich nicht gut lief. Ellie hat 2 abgekriegt. Aber sie hat halt auch 2 getötet. How'd I do? About something a little more your size. It's for emergencies only. Okay. War eigentlich irgendwie auch ein schöner Moment. I do. Okay, you just... You gotta respect it. This is not... Joel, be careful. Wir immer noch so ein bisschen, naja, du musst... Ja, aber an der Stelle muss ich ihm auch halt irgendwie wieder recht geben. Also das... Also Ellie ist davon halt, und ich vergesse, trotzdem ja auch noch ein Mädchen so. Und dass sie überhaupt in der Lage ist, oder in der Situation sein muss, Menschen zu erschießen, eine Waffe tragen muss, das ist halt auch, was einem natürlich leid tut. Wünscht man natürlich keinem, so. Aber ich find's halt auch gut, dass Joel sich da, ich meine, er könnte auch sagen, ja, hier hast du eine Waffe, mach wie du denkst, auf die Art. Also, ja, das wird langsam, das wird. Ja, das wird. So, auf jeden Fall will ich mich jetzt hier nochmal umgucken. Oben waren wir noch nicht. Jetzt hat Ellie endlich mal eine Waffe. Das ändert natürlich einiges, macht die Sache wesentlich leichter für uns. Das stimmt. Und ja, wir haben es ja sowieso schon die ganze Zeit. Ich war ja die ganze Zeit schon pro Bewaffnung Ellies. Pro Kinderwaffen. Genau. Pro Kinder so. Nein, der war schlecht. Der wär kacke gewesen. Ich glaube schon, dass es uns noch einige Möglichkeiten und Optionen. Das eröffnet uns so viele neue Wege. Nee, aber es ist auf jeden Fall jetzt cool, dass sich Joel endlich mal da durchgerungen hat. Und Ellie ist, denke ich, auch froh darüber und verzeiht Joel, denke ich mal, auch die ganze Scheiße von vorhin. Guck mal, bei sowas hier zum Beispiel, also wenn ich sowas sehe, einen Arbeitsplatz halt, wo halt Haufen Kinderzeichnungen dran sind, das finde ich, also klar, man erfährt jetzt nichts von der Geschichte, aber du weißt, hier war offenbar ein Vater oder eine Mutter. Einfach wieder so diese indirekte Geschichtenerzählungsscheiße. Also du weißt, was ich meine. Ja, klar. Und da fragst, also zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, in diesem Gebiet hier irgendwie Gegner hättest, Klicker zum Beispiel oder sowas, musst du ja immer bewusst sein, es könnte vielleicht sogar jemand gewesen sein, der hier am Schlüssel war. Ja, der hier noch dir hätte eine Rechnung schreiben können, weil du mal wieder falsch geparkt hast oder so. Man weiß ja nicht, was das hier für ein Büro mal war. Und wieder selbe Uhrzeit. Darauf musst du mal achten. Es ist immer 10 nach 10. Okay, werde ich mal machen, ja. So, hier haben wir, glaube ich, alles mitgenommen. Dann ballern wir mal hier raus. So. Will ich jetzt schon runter? Will ich jetzt schon runter? Ich glaube, ich will jetzt schon runter, ja. Haben wir uns jetzt also richtig um hier geguckt? Haben wir uns ja noch nicht, also so komplett. Also nur oben war ich jetzt, da habe ich jetzt halt abgecheckt. Wo müssen wir nachher lang? Machen wir. Denn... Echt mal, Ellie, mach jetzt hier, nur weil sie jetzt eine Knarre hat, hier nicht sagen, wo es lang geht. Joel ist schon immer noch der Baus. So. Like a Baus. Was ist das? Basie? Brauchen wir nicht. Nee, ist okay, so wie das, glaube ich. Kann man davon auch später 2 Sachen mitnehmen? Also gibt es da noch so einen extra Schlag... Oh, was? Ja, was ist denn da los? Oh, das... Also sorry, das sind einfach nur... Vollidioten. Also nicht die, die da hängen, sondern...
Na gut, aber ich glaube, so lange wie die hier schon zu liegen scheinen, glaube ich, waren das nicht die Hunter. Na gut. Aber okay, obwohl sie sind auf jeden Fall gefesselt, also. Oh nee, Muss auf jeden Fall nicht sein. Nee, tut jetzt nicht nur Not. Also ich meine halt, wenn ich schon töte, um zu überleben, dann mache ich doch wenigstens auf menschliche Art und Weise. Also nicht noch so extra Kacke, weißt du? Ja. Genau wie mit dem Verbrennen da vorhin, das ist einfach ungut. Eigentlich müsste man, naja, gut, jetzt sich hier die Zeit nehmen, die noch zu beerdigen und sowas können, haben wir jetzt natürlich auch nicht. Ach, naja, gut, wir wollen es nicht übertreiben. Na, also ganz mal, also wenn ich jetzt Joel wäre und alleine irgendwo unterwegs wäre und ich würde halt Leute sehen, die halt tot irgendwo hängen, ich würde sie zumindest abschneiden. Ja, gut, aber ich glaube, wenn du 20 Jahre wahrscheinlich täglich so eine Scheiße siehst, ich meine, irgendwann interessiert dich das ja halt auch nicht mehr so, ne? Also, was heißt aber genau darum geht's ja. Also, klar ist es eine abgefuckte Zeit, aber dann doch wenigstens das bisschen, was möglich ist, an Menschlichkeit irgendwie noch zu bewahren. Also, klar ist es ist irgendwo eine Rechtfertigung zu sagen, ja, das ist hier alles so die schwere Zeit und so, aber das ist, finde ich, keine legitime Begründung dann dafür. Also, klar, das würde ist halt schwer zu sagen. Ich meine, man kann jetzt immer leicht sagen, ja, würde ich so machen, ne? Ja. Aber wenn du 20 Jahre. Darfst eben diese 20 Jahre nicht vergessen. Das ist halt nicht eine frisch ausgebrochene Apokalypse, wie es in den meisten Spielen ja ist, so wie bei Walking Dead oder so. Aber ja, du hast ja einfach schon diese 20 Jahre und die verändern eh natürlich auch. Und dass da Menschlichkeit verloren geht, ist einfach, denke ich, normal. Was ist denn das? Ratten? Ja, ich glaube Ratten, ja. Das sah gerade aus wie kleine Mini-Pigs. Ohne Mist, ich habe auch gedacht, so kleine Schweinchen, Alter. Was ist denn da los? Na gut, wir müssen hier weiter... Hinweis. Ah, okay. Naja, ist manchmal so ein bisschen für doofe gemacht. Ist genau wie, wenn du wenig Energie hast, dann so... Nimm ein Medikament, ja. Das könnte dich heilen. Du stehst völlig unter Beschuss. Geh doch in Deckung. Ja. Okay, super, Ellie. Stupid chain is stuck. Hold on. There. It's good thinking. Okay. Hier haben wir noch ein paar Stuff-Sachen. 10 Zahnrädchen, sehr schön. Können wir eigentlich irgendwas machen? Ja, können wir. Machen wir auch. Erstmal ein Medikit. Ich glaube... Nagelbombe oder Dings? Aber Nagelbombe ist erstmal Nagelbombe, ja. Weil so ein Dings kannst du halt nur immer zubehauen und warten. Ja. Und mit der Nagelbombe kannst du immer schon ein bisschen mehr Dudes abknallen. Okay, Moment. Ja, Leute, also so viele Hinweise brauchen wir jetzt auch nicht. Können wir die ausstellen? Ich weiß es nicht. Also lass erst mal an. Gut. Ja, hier hoch. Komm her. Da können wir ja offscreen dann mal gucken, weil das müssen wir nicht jetzt machen. Ellie? Na, du musst... Guck mal, fällt mir gerade ein. Guck mal zurück. Na, fällt dir was auf? Naja, jetzt guckst du ja wieder dahin. Zurück. Ah, gut. Okay, stimmt. Macht Sinn. Help me open this. Was? Wirklich? Tja, die wird immer mehr zu Tess, Alter. Ja. Und Joel wird immer weichlicher. Ja, der braucht halt wieder eine Olle, die ihn an Eier packt und sagt, so geht das lang hier, dude. That's how it's done. Ah, cool, sehr schön. Eine Werkbank, das passt sogar. Gibt's hier noch irgendwelchen Stuff zum Collecten? Ja, hier haben wir nochmal Pillen. Könnte, glaube ich, schon reichen. Guck mal. Nein. Nee, 30. Was? Schwanken der Waffe hatten wir ja gemacht. Maximale Gesundheit wollten wir als nächstes machen. Naja, ein bisschen brauchen wir noch. Also du siehst schon, beim ersten Spieldurchlauf schafft man es nicht alle zu skillen. Also man muss wirklich gucken, was braucht man. Für was ist welche Spielweise und so weiter. Ah, eine neue Waffenkiste haben wir jetzt auch noch nicht. Gut, dann können wir hier eigentlich schon wieder direkt rausgehen. Was heißt Waffenkiste? Werkzeugkiste, ja. Ich weiß schon. Ja, ja. Also, müssen wir mal die Augen offen halten auf jeden Fall. Shit, get down. No. Busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food, old pair of shoes. I got nothing. Let's go. Okay.
we could have done. I know. It's just... Oh, man. Oh, diese kranken Bastarde, genau das meine ich. Also, selbst wenn sie überleben wollen, dann müssen sie ja nicht noch einen Menschen da irgendwie auf die Motorhaube binden und so eine Ketten. Ja, ja. Also, jetzt hat man wirklich auch mal die Arbeitsweise von den Huntern hier sehen und das ist schon nicht schön. Also, das sind wirklich. Also, ich würde ja auch, wie gesagt, viele tun, um zu überleben, aber. Ja, eigentlich, ja, wenn wir die sehen, Kopf ab. Ja, ganz einfach, Kopf ab. Gut, naja, wie dem auch sei, wir müssen jetzt immer noch weiter zur Brücke und sollten möglichst nicht von den Huntern erwischt werden, weil wir wissen ja nur mittlerweile ganz genau, eigentlich wie die doof sind. Eigentlich sollten die besser nicht von uns erwischt werden, oder, ganz ehrlich. Ja, aber es sind halt immer noch echte Menge und ja, wir dürfen sie natürlich auch nicht unterschätzen. Wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.